ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem schnellen, intensiven Training. Und zwar haben wir den ganzen Körper dabei. Wir werden Stützkraft, Rücken, Bauch, Beine, einfach alles mittrainieren. Mach immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Wir werden 20 Sekunden lang belasten und 10 Sekunden lang Pause haben. 4 verschiedene Übungen und die Übungen werden wir 4-mal durchführen, jeweils. Also viel Freude und Erfolg. Ich mache ein bisschen Musik an. Du richtest dich auf, Brustbein anheben. Atme ganz tief ein durch die Nase. Atme aus durch den Mund, lass die Arme locker fallen. Nochmal ganz tief einatmen und aus. Nochmal ein und aus. Und dann rollst du die Füße ab. Rechts, links. Erstmal langsam von der Fußspitze auf die Ferse. Ganz bewusst. Ein bisschen schneller. Rechts, links. Natürlich machen wir uns warm, bevor wir dann starten. Dran denken, Körpermitte anspannen. Lass ruhig die Fußspitzen erstmal unten. Gut. Weiter, schau mal, Schultern. Lass deine Schultern kreisen. Hinter. Größer werden, Ellbogen. Nochmal die Schultern, Ellbogen, Schultern, Ellbogen, Schultern und da bleibst du. Ohne Schultern, locker, ruhig ein bisschen twisten, ausprobieren. Wohin du dich bewegen möchtest. Ruhig größer werden in der Bewegung. Nimm jetzt deine Handgelenke mit. Klapp sie um. Kleiner werden. Auslockern. Und marschieren. So, Knie hoch. Wir starten gleich mit den ersten 20 Sekunden. Und wir haben dann immer mal wieder eine Variante. Die ersten zweimal sind gleich. Und dann variieren wir die Schritte oder Bewegungen etwas. Okay. Höher, höher. Okay, ich mache uns den Piepser an und dann starten wir durch. Bleib in Bewegung. Piepser, erste Runde, 20 Sekunden. Tempo, Tempo, ganz kleine Trippelbewegung. Komm, komm, du darfst Gas geben. So lernen wir wirklich unserem Herz-Kreislauf-System sich anzupassen. Kurze Pause. 10 Sekunden und dann wirklich alles geben. Komm. 20. Knie hoch. Pause. Nächste Runde, kleine Variante. Und zwar haben wir einen neuen Rhythmus. Es geht 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gib alles. Eins, zwei, drei.
Darfst dich richtig auspowern heute. Pause. Rhythmus plus Raumwege. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probier's. Komm, 1, 2, 3. Wenn es nicht geht, bleibst du einfach. Okay, nächste Übung ist eine Plank. Hände unter die Schultern, Oberkörper, Oberschenkel, eine Linie. Und jetzt ziehst du Knie ran. Kannst auch ein bisschen schneller werden. Kommt. Bauchmuskeln spüren. Pause. Zweite Runde, genauso. Komm, mitkommen. Los geht's. Dritte Runde, Rhythmus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bereit? Letzten. Nächste Runde Rhythmus plus bei 3 das Knie nach außen Richtung Oberarm. Probier's. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Komm, komm. Okay. Nächster Schritt. Wir springen. Knie nach außen Richtung Fußspitzen. Spannung im Bauch. Alles noch gut. Lockern. Nächste Runde nochmal genauso. Okay. Okay. Nächste Runde Rhythmus. 1, 2, 3, 2, 3. Schau mal. 1, 2, halten. 1, 2, halten. 1, 2. Probier's. Okay. Nächste Runde. Federn, Federn tief. Federn, Federn tief. Okay, los geht's. Dam, dam, tiefer. Gib alles. Okay, lockern am Boden. Hände hinter den Kopf, rechts, links, Brustbein Richtung Oberschenkel. Schrägen Bauchmuskeln. Okay.
Pause. Noch einmal genau so. Komm. Jetzt. Brustbein Richtung Knie. Nicht zu weit drehen. Okay, nächste Runde Rhythmus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hände hinter den Kopf. Los geht's. Halten. 1, 2, halten. Und das auch ein bisschen schneller. Muss nicht auf die Musik hören. Letzte Runde. Wir hören auf die Musik und bei drei federn wir mit dem langen Bein. Probier's einfach. Also, eins, zwei, federn. Eins, zwei, federn. Eins, zwei. Endspurt. Okay. Komm hoch, komm nach oben, locker dich aus. Gehen, gehen, ganz, ganz locker. Wie geht's? Hast du dich ausgepowert? Wenn du möchtest, geh nochmal in den Anfang, mach einen Durchgang. Oder es reicht dir, so wie mir. Locker dich aus. Aber du merkst, in kurzer Zeit mit Vollgas kann man dem Körper richtig zeigen, dass er arbeiten muss. Also wirklich immer alles geben in den 20 Sekunden ist wichtig. Und dann muss er sich anpassen. Marschieren, gehen. Öffne deine Beine. Halbes Tempo, langsam, langsam. Verlager. Mach genauso weiter, nur lässt du die Beine jetzt in der Mitte. Drehen. Und das Ganze noch langsamer und höher. Ziehen ab. Jetzt geh zur Seite. Dehn deine Seite auf. Bleibe hier und tauche ein. Brustbein führt. Roll dich auf. Ganz langsam. Hoch, nochmal eintauchen, nach vorne, aufrollen, einatmen, Beine, Arme nach oben und aus, lockern. Nochmal ein, nach oben, ausatmen, auslockern, ein Bein fassen, Knie zusammen, drück den Fuß in die Hand, fest dagegen schieben, spür. Oberschenkel, Hüftbeuger, fleißig. Dann nimmst du dein Bein nach vorne, streckst dein Knie, ganz gerade Rücken tief.
Spür die Dehnung. Und komm nach oben, anderes Bein. Knie zusammen, Fuß in die Hand schieben. Komm zu dir. Spür die Dehnung wirklich hier, Hüftbeuger. Dann nach vorne, Fußspitze anziehen, ganz geraden Rücken, Knie strecken. Nochmal aufrichten, lockern. Hände hinten fassen, Brustbein anheben, so richtig hochziehen. Entspannen. Einatmen, strecken. Ausatmen, lösen. Dehn richtig den Bauch, wenn du dich einatmest und streckst und räkelst. Arme öffnen. Und mit dem nächsten Ausatmen entspannen. Vielen Dank fürs Mitschwitzen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ab und zu mal den Körper etwas fordern, das ist ganz wichtig. Dann muss er sich anpassen und dann trainieren wir sozusagen, wenn du mehr Lust hast auf Tabata. Gib es in die Suchzeile von YouTube ein, Gabi Fastner Tabata, dann findest du noch mehr. Oder High Intensity oder so, oder Hot Gabi Fastner. Einfach mal eingeben, dann findest du mehr Videos, die dir gefallen könnten. Natürlich freue ich mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal dabei bist. Vielleicht abonnierst du meinen Kanal. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Danke. Der Link wäre unter dem Video in der Beschreibung. Da steht deine Unterstützung monatlich, mit was es dir wert ist. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann!